Käffchen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Etwas Genuss. Heute geht es mal wieder nicht um Zigarren, sondern es geht um Kaffee. Und genau genommen geht es darum, wie mir der Mount Hagen 100% Arabica Kaffee schmeckt, den ich zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen habe. Es ist ein Kaffee, den man auch durchaus mal im Supermarkt kaufen kann. Also das ist jetzt nicht so ein Spezialitätenröster, ist aber tatsächlich auch schon, ich sag mal, für Supermarktkaffee die sehr, sehr gehobene Preisklasse. Ich bin sehr gespannt, wie er mir schmecken wird. Vielleicht ganz kurz mal der äußere Eindruck von der Verpackung. Sehr schön ist natürlich, wir haben auch hier ein Aromaventil. Das ist besonders dann wichtig, wenn der Kaffee frisch geröstet abgefüllt wird, dadurch, dass er danach immer noch für ein paar Tage CO2 ausstößt. Ist es halt einfach wichtig, dass man das dann auch mal gelegentlich ein bisschen aus der Packung drücken kann. Und von daher ist so ein Aromaventil immer gerne gesehen. Was diese Packung nicht kann, ist, sie ist nicht wiederverschließbar. Aber auch hier hilft einfach so eine Klammer von einem Frischhaltebeutel einfach drüber gemacht und ist dann genauso dicht, als wäre sie wieder verschließbar. Da will ich jetzt mal nicht so sein. Ansonsten die Verpackung wirkt relativ hochwertig. Es ist ein Fairtrade-Kaffee, das ist natürlich immer besonders gut zu wissen. Dann kann man den Kaffee auch tatsächlich mit einem guten Gewissen trinken. Ich habe diesen Kaffee noch nicht getrunken. Ich trinke jetzt gleich hier mit euch zusammen tatsächlich meine erste Tasse. Ich kann ja mal eine Prise nehmen. Er riecht nach einer mindestens mittelstarken Röstung, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Vielleicht ist es sogar stark geröstet. Ich kann es gerade schlecht sehen. Ich werde gleich mal ein paar Bohnen rausholen. Er hat auf jeden Fall etwas Fruchtiges. Er hat eine fruchtige Säure. Das ist auf jeden Fall am Start. Ich glaube, das ist, also vom Geruch her wird es auch der säurehaltigste Kaffee sein, den ich bisher getrunken habe. Was jetzt kein Kritikpunkt ist, das ist halt einfach nur eine Frage der persönlichen Präferenz. Ist man da eher an säurehaltigem Kaffee interessiert oder mag man vielleicht eher die Bitterstoffe oder mag man das Gleichgewicht? Ich persönlich mag das Gleichgewicht mit einem leichten Hang zu den Bitterstoffen. Lass mich aber auch sehr gerne von einem säurehaltigen Kaffee überzeugen. Und das ist eh noch durch die Aufbewahrungsmethode zu beeinflussen, durch den Mahlgrad, durch die Art und Weise, wie der Kaffee aufgebrüht wird. Also das spielt da alles noch eine Rolle. Und nur weil er jetzt relativ säurelastig riecht, heißt das nicht, dass er das im Endeffekt auch ist. Ich hole mal ein paar Bohnen raus. Ich gucke mal, da sieht man das so ein bisschen. Sie sind tatsächlich mittelgeröstet, würde ich sagen. Sie sind nicht allzu dunkel. Sie sind aber auch nicht besonders hell. Es ist halt einfach eine mittlere Röstung, was absolut okay ist. Gerade bei einem Kaffee, der doch schon deutlich mehr auf Masse produziert wird und nicht ein Kaffee, der aus einer kleinen Spezialitätenrösterei kommt oder so. Von daher mittlerer Bräunungsgrad absolut okay. Das, was man sonst so an Supermarktkaffee kaufen kann, ist im Regelfall eh komplett überröstet. Und da ist der hier auf jeden Fall, der hebt sich da schon deutlich von ab. Ich würde sagen, ich mache mir einfach mal eine Tasse. Ja, Freunde, jetzt habe ich hier meine gepflegte Intervallfastentasse, aus der ich dann mal einen Schluck nehmen werde. Ich rieche nochmal dran. Also diese leichte Säure, die bleibt da, aber es ist, wie gesagt, es ist eine fruchtige Säure. Sie ist jetzt nicht besonders aufdringlich oder beißend. Das ist halt nur diese leichte fruchtige Säure, so Zitrusfrüchte, Beerenfrüchte, so in die Richtung geht das halt. Und ich nehme jetzt einfach mal einen Schluck. Also die Säure kommt auf jeden Fall durch. Ansonsten insgesamt sehr, sehr fruchtig. Er ist auch relativ stark. Ich habe jetzt mit 30 Gramm auf 500 Milliliter Flüssigkeit gebrüht in meinem V60. Und würde da beim nächsten Mal auf jeden Fall doch eher Richtung 25 Gramm gehen und würde mich da mal rantasten. Er ist jetzt nicht zu stark. Er ist stärker als das, was ich aus Gewohnheit trinke und bevorzuge. Das möchte ich dazu sagen. Er hat, wie gesagt, diese Säure und dieses Fruchtige, was sich auf jeden Fall komplett durchzieht. Er ist nicht übermäßig bitter und das trotz der doch eher dunkleren Röstung, was sonst doch häufig für gute Bitterstoffe spricht. Aber da hat er tatsächlich diese fruchtige Säure, die dem ganz gut gegenübersteht. Also alles in allem ist er tatsächlich ziemlich ausbalanciert. Was er gar nicht hat, ist sowas wie ein
ich nenne es mal ein cremiges Mundgefühl. Das hat man gerade bei Kaffee, gerade wenn er stärker ist, dann hat man auch wirklich ein cremiges, volles Mundgefühl. Das ist so ein bisschen der Unterschied, als würde man Leitungswasser trinken und danach Vollmilch. Das hat ja auch eine andere Zähflüssigkeit, das hat ein anderes Mundgefühl. Und dieser Kaffee hat, obwohl er relativ stark ist und auch dunkler geröstet als das, also er ist halt mittelstark geröstet, ich bin sonst eher bei den leichten Röstungen. Aber er hat diese Cremigkeit nicht. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich nehme noch mal ganz kurz einen Schluck. Ich denke, wichtig ist es auch zu sagen, wo ordnet man diesen Kaffee ein. Es ist, wie gesagt, kein Kaffee aus einer Spezialitätenrösterei, irgendwie ein kleines lokales Geschäft oder so. Das ist tatsächlich schon ein größeres Unternehmen, die auch entsprechend Kaffee einfach auf Masse produzieren. Und dementsprechend sollte man auch mit einem gewissen Anspruch oder Mindset an diesen Kaffee herangehen. Er kostet ungefähr 7,50 Euro auf 500 Gramm. Das ist nicht ganz die Hälfte von dem, was mein Kaffee sonst kostet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, zu diesem Preis liefert er ganz gut ab. Ja, das ist ein Kaffee, den ich auf jeden Fall auch sehr gerne zu Ende trinken werde. Ich werde diese Kaffee auf jeden Fall mit viel, viel Genuss weiter trinken und zu Ende trinken und werde sie auch gerne Freunden anbieten und empfehlen. Die Frage ist jetzt natürlich, würde ich mir diesen Kaffee selber nochmal nachkaufen? Und da würde ich sagen, vermutlich eher nicht. Was keine Kritik an dem Kaffee selber ist, keine Kritik an der Qualität des Kaffees, er ist für den Preis, den er darstellt und für die Verfügbarkeit, die er darstellt, ist es ein sehr guter Kaffee. Mir persönlich schmecken halt eher die leichten Bitterstoffe besser und die cremigen Noten, wenn es ein bisschen ins Schokoladige geht, wenn es ein bisschen ins Süße geht. Und dieser Kaffee geht auch ins Süße, was halt aber durch dieses Fruchtige kommt, was dann direkt von der Säure begleitet wird. Bin ich enttäuscht von diesem Kaffee? Nein, auf gar keinen Fall. Das ist ein toller Kaffee. Das ist doch alles in allem ein runder Kaffee, der vielleicht einfach nicht zu 100% in mein Geschmacksprofil fällt, aber zu 80% würde ich sagen. Und das ist eine sehr gute Trefferquote, gerade wenn man berücksichtigt, dass er weniger als die Hälfte von dem kostet, was ich sonst für Kaffee bezahle. Wer aber Interesse hat, sich dem Thema Kaffee mal etwas in der Tiefe zu widmen, kann hier definitiv sehr gut zugreifen und kann wirklich, ja, anfangen, sich in hochpreisigen Kaffee zu verlieben. Und es ist natürlich bei Kaffee wie bei allem anderen. Nach oben sind beim Preis und bei der Qualität keine Grenzen gesetzt. Aber das hier ist im Vergleich zu dem, was man sonst im Durchschnitt im Supermarkt kaufen kann, Welten davon entfernt und dementsprechend auch eine Kaufempfehlung. Wenn euch das Geschmacksprofil zusagt, wenn das so wie etwas klingt, was ihr mögen würdet, schaut auf jeden Fall mal rein. Er ist relativ erschwinglich für die Qualität, die er darstellt und daher sicherlich mal ein Versuch wert. Und weil er wirklich gut ist, nehmt ihr auch nochmal einen Schluck. Wo und wie kauft ihr denn euren Kaffee? Kauft ihr auch in kleinen Spezialitätengeschäften oder Röstereien oder kauft ihr im Supermarkt einfach das, was gerade da ist und im Angebot? Greift ihr zu den großen, bekannten Marken oder darf es doch schon mal etwas Spezielleres sein wie Mount Hagen? Sagt es mir sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Ich bin auch immer wieder gespannt auf neue Empfehlungen, die dann hier auch auf diesem Kanal natürlich getestet werden. Denn eure Empfehlungen sind meine Videos. Wow, das klang ein bisschen abgedroschen, aber es ist tatsächlich so. Ich habe auch bei den Zigarren bisher jede Zigarre, die mir empfohlen wurde, habe ich gekauft und einen Teil davon habe ich auch schon hier auf dem Kanal getestet. Und bei dem Kaffee möchte ich es nicht anders handhaben, zum Beispiel die Indie Beans. Das war eine Empfehlung von einem meiner Patreons, von Etwas Martin, von meinem anderen YouTube-Kanal. Und da habe ich auch dann einfach mal reingeshoppt und habe diesen Kaffee sehr genossen. Falls ihr mich unterstützen wollt, gebt diesem Video wirklich super gerne einen Daumen nach oben. Lasst, wie gesagt, einen Kommentar da. Lasst ein Abo da, falls euch dieser Kanal und diese Videos und ja, Etwas Genuss gefällt. Folgt mir auf den sozialen Medien, was auch an dieser Stelle immer noch Instagram vor allen Dingen bedeutet. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Garantiert mit etwas Genuss. Stößchen!